die Betty. Hallo, Timon. Ja, wie geht's dir? Sehr gut, alles danke gut? Sehr. Und selbst? Ja, du bestens. Jetzt, wo du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke sehr. Hast du Durst? Magst du was trinken? Sollen wir mal rausgehen? Dann immer, was für eine Frage. Oder? Komm, dann packen wir mit an. Einmal das Eis, die Flaschen für mich, den Jiggle. Wunderbar. Timon, ich bin ein bisschen erstaunt. Ich habe ja gedacht, ich besuche dich heute in der Bar. Jetzt sind wir hier im Standl 20, da wo es einen Kaffee gibt. Wie kommt's? Kaffee in der Bar wird aktuell noch so ein bisschen jungfräulich behandelt. Ja? Also jeder hat zwar eine Kaffeemaschine in der Bar stehen, aber was da rauskommt, ist meistens jetzt nicht von sonderlich hoher Qualität. Ne? Im Gegenzug dazu sieht man so diese Kaffeebewegung, die jetzt sich langsam entwickelt. In Berlin ist es gerade ganz groß, dass immer mehr Coffeeshops aufmachen, die halt wirklich handwerklich sehr gut zubereiteten Kaffee machen. In Melbourne, Japan, USA, da ist auch eine sehr starke Kaffeeszene und das entwickelt sich in Deutschland auch gerade. Und ich finde einfach diesen Zusammenhang aus Kaffee und Bar sehr interessant. Und die Aromen, die du im Kaffee hast, findest du auch in der Spirituosenwelt sehr oft wieder. Ja? Bei Rum, bei anderen gelagerten Spirituosen. Ja? Also du hast sehr viele Parallelen, die im Endeffekt noch nicht wirklich viel Beachtung gefunden haben. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, ich habe da schon mal was vorbereitet, eine schöne Old-Fashioned-Variante. Ja? Auf Rum-Basis, selbstverständlich. Ja? Fangen wir mal mit dem Besten an. Kaffee hat sehr viele Aromaten, die auch gerade mit Rum sehr gut zusammenpassen. Ich habe jetzt hier eben den Havana 7 genommen und dazu gibt es jetzt ein bisschen Cold Brew Kaffee. Cold Brew ist im Endeffekt einfach ein kalt gebrühter Kaffee, also der wird nicht heiß aufgegossen, sondern das Kaffeemehl wird einfach in Wasser gelegt, ja, und das zieht dann 24 Stunden lang bei Zimmertemperatur die Aromen raus. In dem Fall haben wir jetzt einen Perla Negra aus Costa Rica, einen Natural Kaffee, ja, der sehr schöne erdige Töne hat, aber auch sehr viel Kakao. Dazu ein bisschen braunen Rohrzuckersirup, ja, und ein paar Bitters. Einmal Havana Club Bitters, um den Rum wieder ein bisschen hervorzuheben. Und Orangenblütenwasser, ja, das bringt nochmal so eine Fruchtigkeit und unterstützt den Kaffee ein bisschen, weil Orange und Kaffee auch immer recht gut funktioniert, also gerade so bei so Cold Brew Geschichten. Ja. Das war's eigentlich schon. Und das Ganze machen wir dann nochmal mit einer schönen Orangenzeste. So, et voilà. Danke sehr. Lass dir schmecken. Ja. Auf jeden Fall. Macht wach und blau. Wach und schön. Blau. Ja. Du hast ja letztes Jahr die Akademie der Grauen gewonnen. Durch dein Gewinn bist du ja jetzt auch quasi vom Teilnehmer zum Juror bzw. auch Mentor geworden. Mhm. Also Edition Talento ist, glaube ich, ein Thema gewesen, wo du einen Vortrag gehalten hast. Ist das so? Ja, genau. Wie war das also für dich? Wettbewerb ist ja im Endeffekt auch nichts anderes wie ein Vortrag, nur dass man dabei noch bewertet wird. Von daher ist sowas vor den Newcomern natürlich ein bisschen entspannter für einen selber. Macht aber sehr Spaß, einfach zu sehen, wie interessiert und wissensdurstig die neue Generation, kann man ja fast schon sagen, an Bartendern ist. Und wenn man das Wissen dann weitergeben kann, ist natürlich sehr schön und macht auch wirklich Spaß. Gibt es denn eine Sache, wo du sagst, das würde ich jedem Newcomer oder jedem neuen jungen Barkeeper mit auf den Weg geben? Man sollte als Bartender immer versuchen, so vielseitig wie möglich zu bleiben, sowohl was das Handwerk betrifft, als auch die Gastgeberqualitäten und auch das private Leben. Also es ist, wie ich finde, sehr wichtig, einfach auch so eine Work-Life-Balance zu haben und auch genügend Sport zu machen. Ja, gerade wenn man viel steht, ist sowas wichtig. In meiner Freizeit mache ich CrossFit und spiele Fußball hauptsächlich. CrossFit ist so eine Fitnessbewegung, die aus den USA auch wieder kommt und ist im Endeffekt so ein ganzheitliches Fitnessprogramm, wo man alle Bereiche so ein bisschen abdeckt, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, und das hilft dir halt einfach, ja. Im Alltag, wenn du schwere Kisten heben musst und weißt, wie du dich bückst, wenn du was Schweres aus dem Regal holst oder einfach, wenn du viele Stunden am Stück stehst, ist es schon wichtig, dass du da so ein bisschen körperlichen Ausgleich hast. Und so ein paar Endorphine nach einer anstrengenden Schicht sind dann auch nicht verkehrt, ne? Hält den Kopf frisch. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Dankeschön, ebenso. Wie sieht's aus jetzt für dich in der Zukunft? Hast du irgendwelche Pläne, Visionen, Wünsche? Ja, also ich meine, ich mache das jetzt noch nicht allzu lange. Ja. Ich möchte mich auf jeden Fall da erstmal noch ein bisschen reinfuchsen, ja, und gucken, was da noch so geht und schauen, was man da noch so alles Interessantes entwickeln und machen kann. Das ist ja auch das Schöne bei unserem Job, dass man nie weiß, was am nächsten Tag passiert. Ja. Ja, vielleicht habe ich übernächste Woche auch eine eigene Bar. Ich werde die wachen Augen aufhalten und wünsche dir, ja, viel Glück, Erfolg, Gesundheit. Ebenso. Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch.